Queere Menschen, die sich für Palästina einsetzen, das ist aktuell eines der Lieblingsthema von Rechten bis hin zu bürgerlichen Kräften. Queere Menschen werden auf Palästina-Demos abfotografiert und im Internet angegriffen. Bürgerliche Medien wiederholen immer wieder das Argument, dass es widersprüchlich sei, wenn queere Menschen Palästina unterstützen, weil sie dort ja weniger Rechte als in Israel hätten. Auch rechte und zionistische Akteurinnen karikieren immer wieder insbesondere Studierende als queere Hamas-Unterstützerinnen. Also ich denke, Queers for Palestine ist eine richtig gute Sache und diese Argumente und die Hetze müssen wir entschieden zurückweisen. Queers in Gaza sind ja auch betroffen vom Genozid. Wir müssen uns gegen die Ermordung von unseren queeren Geschwistern stellen. Die Darstellung Israels als ein queeres Paradies ist auch total widersprüchlich. Ja, queere Menschen in Israel haben im Vergleich zu anderen Ländern in der Region mehr Rechte. Aber es gibt zum Beispiel auch gar keine Ehe für alle und eine fucking rechtsextreme Regierung. Und die Zerstörung des Gazastreifens und die Entfesselung eines möglichen Krieges in der gesamten Region wird die Situation von queeren Menschen in keinem Fall verbessern, sondern verschlechtern. Israel steht als Apartheidsstaat in einem fundamentalen Widerspruch zu Menschenrechten. Es handelt sich hierbei um eine der unterdrückerischsten und ungleichsten Gesellschaftsformen, die es überhaupt nur gibt. Und als eine unterdrückte Gruppe von Menschen sollen wir dann diesen Staat unterstützen? Das ist ja absolut schlechtes Argument. Wir sollten gegen die Ausspielung von Unterdrückungsformen sein. Wir sollten als Linke klar an der Seite der Palästinenserin gegen die Unterdrückung der Palästinenserin kämpfen, aber auch für eine Befreiung von queeren Menschen weltweit. Welche Perspektive haben denn diejenigen, die gerade gegen queere Menschen, die sich für Gaza einsetzen, für die Befreiung von queeren Menschen dort? Richtig, überhaupt keine. Ich denke, durch einen gemeinsamen Kampf können wir auch total gut existierende Vorurteile abschaffen. Wir sehen, dass wir trotz unterschiedlicher Unterdrückungsformen vieles gemeinsam haben, weil wir weltweit für unser Überleben und für unsere Rechte kämpfen müssen. Und zusammen sind wir letzten Endes auch viel stärker als getrennt voneinander. Lasst uns daher Seite an Seite kämpfen. Für eine queere Bewegung, die sich nicht von Pinkwashing vereinnahmen lässt und fest an der Seite Palästinas steht.